Position wird jetzt mal gedoppelt, welche nicht. Einfach eine schöne Map zum Ansehen, finde ich. Wird vielleicht auch nach einer Zeit wieder langweilig, weil sich die Systeme auch ziemlich angleichen. Deswegen bin ich immer auch ein großer Fan davon, wenn mal ein paar neue Maps in den Map-Pool kommen. Wie zum Beispiel Kennels oder Tuscan. Ich glaube, es hat noch keiner vorgeschlagen, oder? Okay. Also, Abfahrt jetzt. Ich bin bereit. Seid ihr auch bereit, Chat? Ja, beste Map ever. Schon immer und für immer meine Lieblingsmap. Kann ich auch verstehen. Ja, kann ich auch voll verstehen. Aber wir hätten ein sehr schönes Counter-Strike. Vielen, vielen verschiedenen Maps. Na gut, anderes Thema. Für eine andere Zeit, für ein anderes Format. So, und ihr habt es gehört, dieses abgespacedes Geräusch. .mp3 wird geladen. Das 2 MP4 läuft und wir springen rein ins Spiel und sehen die Space Soldiers starten auf der 10. Seite. Eine Flash, so wie es aussieht, schon raus. Direkt der Fight gegen die Mitte und Magier geht sogar in die Lower Cutters rein. Natürlich ein sehr selbstbewusstes Setup, das die Space Soldiers hier wählen. Während Complexity viele Granaten gekauft hat. Bis jetzt noch kein Frag gefallen. Bisschen Damage gegen Shazam, der da Mitte oben ein, zwei Treffer abbekommen hat. Und auch hier sehen wir keine Langkontrolle, keine direkte B-Kontrolle der Space Soldiers. Sehr viel Fokus auf die Mitte, sehr viel Fokus auf kurz. Und jetzt wird langsam Richtung A-Lang rotiert. Während Complexity lange abgewartet hat, Katas Kontrolle bekommt, bemerkt hat, keiner pusht durch A-Lang durch. Keiner pusht kurz vor, also das haben sie alles zurückgedrängt. Und jetzt sammelt man sich für einen B-Contact-Go. Wobei sie viele Granaten haben. Also sie können jetzt mit einer, genau, mit dieser Granate anfangen. Die landet vorne am Ausgang. Dann warten sie auf die ersten Schüsse, gehen jetzt an die Smoke ran und dann wird da eine Flash rausfliegen. Die hat Engine allerdings nicht getroffen. Immer noch kein Break jetzt. Der veröffnet die Runde mit dem Headshot gegen Engine. Xantaris muss sich zurückziehen, hat auch nur noch 10 HP und auch Magia geht down. Der war sehr schnell über die Katas hinten dran, aber darauf hat Complexity geachtet. So, Pass. Hat immer noch eine Flash. Müsste, und beide Teammates kommen über die Cutters. Das heißt, er müsste jetzt, oh, aber da wurde nach hinten gezielt. Kleines Setup aufgebaut. Und da kommt Kallix nicht vor. Shazam mit Kill Nummer 3. Und am Ende ist es kein einziger Frag für die Space Soldiers, sondern das Flawless 1:0 für Complexity. Ja, B auf Retake gespielt, ohne richtig einen Retake ausspielen zu können, ist natürlich dann schwierig. Hier nochmal die Aktion von Shazam. Am Ende die Flash noch in, oder die Decoy noch in der Hand gehabt. Und irgendwie noch den Headshot gegen Kallix gedrückt. So, hier Scout spottet natürlich immer die Bewegungen der CTs. Zwei Leute Richtung B angesagt. Also erstmal kein schneller Zugriff auf den Spot. Und die Space Soldiers spielen auch hier wieder nicht mit Alarmkontrolle, sondern mit einem Kurz-Setup. Ich kann es gerade nicht exakt erkennen, aber sie stehen über, stehen drüber. Also es ist wirklich Bait von Pass. Und wenn er runterdroppt, zieht die CZ eben rum. Schönes kleines Detail, aber da fliegt gerade eine B-Split-Smoke und vielleicht reagiert da schon ein Spieler von den Space Soldiers drauf. Aber die Mitte oder die B-Spieler sagen Mitte noch nichts raus. Da der erste Contact, Pass droppt runter. Ist da auch schön laut, aber die Ecke wird jetzt natürlich angezielt. Und dann kommt die Flash vor, alle blind. Verteilt da wirklich gegen zwei Leute Schaden, versucht sich da jetzt zu verstecken. Das funktioniert auch ganz gut. Engine hat da währenddessen auch noch einen Frag gemacht. Da wird Complexity gerade gut in die Mangel genommen, aber sie können sich nochmal befreien. Mit dem Frag gegen Pass kommen sie auch mal kurz durch. Engine sofort von Shazam geholt, sauber geaimt. Und Def hier an der Lang müsste nicht mal durchgehen oder das Duell hier suchen. Guter Treffer noch von Xantaris hinterher, aber davon kann er sich auch nichts mehr kaufen. Kallix aber gegen zwei und jetzt am Ende im 1 gegen 1 sofort in den Reload. 12 Schuss und 3 in Reserve, also das könnte er machen, aber der bessere Winkel für Android und das 2:0 für Complexity. Sehr schöne kleine Setups von den Space Soldiers, aber noch gut gehandelt und ruhig geblieben bei Complexity Gaming. Hier nochmal die Aktion von Kallix. Boah, starke Dinger von ihm. Hätte ich den im Overwatch direkt Aimbot gecallt. Nein, das ist halt CZ, wie sie leibt und lebt. Noch keiner gecrossed. Das Timing ist wirklich sehr schlecht an B. Und deswegen war da auch gerade die Überlegung, B schnell rauszugehen. Das hätten sie tatsächlich nutzen können.
Aber das Risiko geht man dann lieber nicht ein gegen die Full Eco. Da fällt dann auch noch Pass an kurz noch einer Richtung City Base gesprungen. Das heißt, auch da wieder eine Bewegung Richtung A gecallt. Jetzt Alang besten smoken. Also da jetzt, warum ohne Smoke durchgehen? Wenn ich die Granaten habe, kann ich sie auch einsetzen. Gehen hier lieber auf die Duelle. Ja, das ist mehr so ein Vierfach-Peak gegen den Spieler unten in der City Base. Und der letzte hier an kurz ist jetzt bekannt. Ja, und da macht man dann einfach den Jump-Shot mit der Scout. Ist natürlich sehr gut möglich mit der Waffe. 3:0. Und Complexity Gaming wirkt bis hierhin eigentlich ziemlich stabil. Es wirkt sehr kommunikativ, wie sie arbeiten, sehr durchdacht. Klar, die eine Runde war ein bisschen knapp, aber die war auch wirklich gut ausgespielt von den Space Soldiers. Mal gucken, ob das hier vielleicht mit einem AWP eröffnet wird. Nein. Die Mittelspieler sind durch. Die AWP bei Pass auch vorhanden. Und der deckt mit der AWP von der schräge Richtung kurz. Diesmal auch die Alarmkontrolle für die Space Soldiers. Die kostet auch einiges an Granaten. Deswegen ist die in Force bei Runden recht schwer zu spielen. Und Shazam zielt schon mal Richtung kurz an. Also der Klassiker ist halt wirklich für die T-Seite immer Alang zielt einer ab. Mitte wird halt ein bisschen kontrolliert und dann nimmt man erstmal kurz ein, versucht einen Mittelspieler von der Mitte Richtung A zu ziehen, genauso wie Majer das jetzt hier macht. Die Mitte also gerade sehr weit aufgemacht worden von den Space Soldiers, aber wenn man da mit den Granaten gut gegenarbeitet, kann man da auch als Solo-Spieler mal 2-3 Kills machen aus der Position von Xantaris. Interessante Smoke. Ich bin mir nicht sicher, ob die so kommen sollte. Majer bekommt dadurch recht einfach einen Frag aus der City Base. Stanislaw mit dem Fracking Xantaris. Jetzt muss Majer noch mit raus und der macht sogar 3. Also sie werfen da sogar 2 Smokes hin. Da sieht man wirklich gar nichts. Kellix muss jetzt eigentlich vom Cutter-Spieler geholt werden. Der bleibt hier auch noch ganz ruhig. Und am Ende fällt er gegen Shazam. Gibt's ja gar nicht. Es gibt ein 1 gegen 1. Engine sogar nochmal mit Damage gegen Shazam und der läuft am Ende rein. AWP wird mitgenommen, die erste Waffenrunde, die geht an die Space Soldiers. Richtig sick, die Smoke auf der Kiste neben der City oder in der City Base, sodass man nicht über die Kiste drüber schauen kann. Das ist keine Möglichkeit da, irgendwie aus der City Base was zu machen, aber ich glaube, sie sind zu früh rumgezogen. Da lag die eigentliche B-Split Smoke noch nicht. War wieder der Versuch von Shazam natürlich, mit der AWP zu glänzen in der Mitte. Nicht so einfach, da immer seine Hits zu setzen. Ich glaube, März bei North hatten wir letztens, der da wirklich einen um den anderen getroffen hat. Sehr, sehr stark. Und auch hier die Space Soldiers wieder am Anfang A abgezielt. Während Complexity ein sehr verhaltenes Spiel zeigt. Sehr defensiv, abwartend, aber auch die richtigen Momente findet, um aggressiver zu werden auf der T-Seite. So, und auch immer wieder interessant, wie die CTs rotieren. Das ist für mich so das größte Augenmerk auf dem Radar. Diesmal sehen wir nämlich, dass Complexity wahrscheinlich eher auf Kurzkontrolle geht. Flash nach oben, die Bombe liegt noch vor Alang. Und ihr seht, wie Pass sofort aus der Mitte Major supporten will. Sie spielen jetzt ein kleines Ablenkungssetup oder wie man eben immer sagt, ein Bait-Setup. Einer in die Ecke, einer von der Schräge und die AWP genau an der etwas variableren Position am Auto kann dann auch Alang supporten. Und da sollte Dev jetzt eigentlich nicht abhauen, ohne die Bombe mitzunehmen. Das hat jetzt nochmal, ja, 4-5 Sekunden gekostet. Und Engine läuft da auch nicht durch. Also es wird wohl wieder der B-Go, den sie vorbereitet haben. Sie haben da Fixpunkt-Smoke zum Ausgang, Flash hinterher. Und wenn Kellix da anfängt zu sprayen, wenn die Smoke kommt, also 30 Sekunden, da ist jetzt jeder wirklich bei 100%, was den Fokus angeht. Sie machen es diesmal ohne Smoke. Gehen einfach so rum. Xantaris aber mit 2. Kellix immer wieder blind. Schön, wie Xantaris hier noch einen dritten holen kann. Also an dem ist wirklich kein Vorbeikommen. Ja, und Stanislaw sollte eigentlich die Rotierer am Underground abfangen. Kann da auch nicht viel tun, wenn seine Teammates einer nach dem anderen sterben. Und das wird dann die zweite Runde für die Space Soldiers in Folge. Sehr, sehr lange Runden. Typisch für das 2, dass die Runden so weit ausgespielt werden. Hier die Halle auch gut voll. Jetzt wahrscheinlich auch Primetime in Austin, Texas, Amerika. Und da nochmal, wie Xantaris hier ohne Headshots 3 Kills macht. Aber ich glaube, bei jedem war ein Headshot dabei, der nur nicht als Killtreffer gewertet wurde. Grund 3, Xantaris. Da wird's nochmal geschrieben. So, natürlich auch hier der Chat
immer mit guten Informationen nebenbei. Sehr spät in der Runde für die Space Soldiers, auf der CT-Seite natürlich wenig Utility, was auch daran liegt, dass sie die Runde, die sie vorher gewonnen hatten, nur mit einem Spieler überlebt haben. Hier nochmal Majer, der sein Team nach vorne bringen will, nicht nur spielerisch, sondern auch mental. Und da Xantaris im Tunnelblick. Die Kamera ganz nah an ihm dran. Ja, und auch das ist natürlich eine Sache, die man erstmal lernen muss. Wenn die Kamera die ganze Zeit vor einem steht, wirklich den Fokus aufs Spiel behalten. So, Pass mit dem Topspawn. Zielt direkt rein. Es sieht so aus, als wollte Complexity in der Eco lang anspielen. Warten hier auf die Granaten, bevor sie dann reingehen. Auch hier ist sich Dev noch nicht ganz sicher, ob er durchläuft. Na, warten immer noch davor. Das Radar leider irgendwie so ein bisschen verrutscht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, also viel bewegt sich gerade nicht. Das, ich denke mal, genau auf den Molly haben sie gewartet. Und Engine hat nichts gesehen beim Durchhüpfen. Jetzt kommt die Flash. Die hat er nicht bekommen. Er weiß aber, dass die jetzt rauslaufen werden. Und ihr seht, im Laufen in die Deckung gegangen, während er schießt. Saubere drei Shots von ihm und dann ist Pass zum Support da. Ja, wieder Stanislaw, letzter Überlebender. Diesmal ging die Runde zumindest ein bisschen schneller. Warum er die Bombe da nicht mitgenommen hat, weiß ich auch nicht ganz. Ist wahrscheinlich aber auch egal. Pass zielt mit der Arbe schon an. Da ist Stanislaw ein gutes Timing. Zieht zumindest noch eine Waffe raus, aber Pass rechtzeitig da zum Refrag. Und erstmal gleichen die Space Soldiers wieder aus. Zum 3. Zu 3. Aber es dürfte auch wieder eine Waffenrunde für Complexity sein. Jawohl. Stanislaw. Ja, dadurch, dass er einmal eben nicht gestorben ist, kein Geld dazu bekommen. Jetzt ein bisschen weniger Geld als seine Teammates. Und dementsprechend nur die UMP, aber den Molotov noch dabei. Der gerade für ein Argo über kurz sehr wichtig ist. Und ihr seht, dass die Space Soldiers da langsam drauf reagieren. Major, ja, hat die Schüsse da jetzt mitbekommen. Die Granate würde dann so oder so zu weit fliegen. Könnte leicht gedodged werden. Deswegen behält er die lieber noch drin für einen Moment, wo sie eventuell mehr Sinn macht. Und Engine immer wieder offensiv Infos am Sammeln, ob da was vor Alang wartet oder nicht. Ist natürlich auch gefährlich, wenn da vielleicht mal eine AWP abzielt, könnte er geholt werden. Complexity hat wieder kurz eingenommen. Also wir sehen von Complexity keinen neuen Aufbau. Molotov oben an die Box. Pass wird weggeflasht. Alles Standard, nichts Neues. Complexity verlässt sich erstmal auf die Sachen, die für die meisten Teams funktionieren. Ich denke, für ein frisches Team ist das auch ein ganz guter Ansatz. Und dann wird sich mit der Zeit eben herausarbeiten lassen, wie man eben besonders zusammenspielen kann. Erstmal hier die Smoke for the Box. Und das ist natürlich immer gefährlich, dass da eventuell ein CD-Base-Drop gespielt wird. Yay, schon oben auf der Kiste. Die Flash fliegt rum und also sogar eine Smoke, die erstmal unten hingeht. Das ist jetzt natürlich ein ganz klares Zeichen. Xantaris aber mit dem Frag in der Mitte. Und da kommt der Drop von Yay. Der ist also in der CT-Base drin, aber sofort von Major geholt worden. Engine geht nochmal gegen Shazam down. Und dadurch ist Kellyx jetzt nochmal alleine gegen drei. Muss sich jetzt eigentlich für eine Seite entscheiden. Zielt aber hier hinten das Loch an. Super Shot von ihm. Bleibt da noch gut stehen. Hat noch ein bisschen Zeit rausgeholt. Voll okay. Seine Teammates allerdings noch nicht wirklich nah dran. Und die Bombe ist für die Cutters gelegt worden. Da geht Android aber noch nicht rein. Im besten Fall würden Android und Stanislaw gemeinsam die Cutters pushen. So, die Flash hat jetzt die Position verraten und dafür schießt Pass. Und im gleichen Moment geht Major auch down. Und wir haben die Reaktion im Gesicht von Pass gesehen. Kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich da nicht drauf war. Hier die Aktion, die es dann in Richtung Complexity drückt. Dieser Follow-up-Kill von Shazam. Er arbeitet das 1 gegen 3 gegen Kellyx am Spot, der da ja einen sauber macht, aber dann eben gedoppelpickt wird. Und da hat man dann wenig Chancen. Und so kann Complexity auch nochmal nachkaufen. Gehen nicht auf die AWP und die Space Soldiers spielen ja zu Ungunsten einer M4. Mit Doppel-Ave, gutes Bang-Timing hier von Death. Und ich denke, das wird auch wieder auf die Akkurz-Kontrolle von Complexity hinauslaufen. So, Major zieht da weiter an. Also, klar, ist kleines
Brain-Duell, was man da hatte, Mind-Duell. Wo zieht der Gegner als nächstes rum? Wie wechselt er die Position? Jetzt erstmal hier direkt an Kurz gezeigt, sich dann wieder zurückgezogen. Sie arbeiten wirklich gerne mit Kurzkontrolle bei Complexity. Und hier, ja, muss eigentlich gleich die Flash kommen. Kommt aber nicht. Ah doch, jetzt wird Shazam nochmal abgestellt. Ja, Flash raus, B-Split-Smoke. Auch im richtigen Moment aufgegangen und Yay wird dann übers Loch als erstes reingehen. Kann sein, dass er da von Xantaris abgezielt wird. Das ist das normale Kreuzfeuer hier. Und Xantaris geht down. Kellyx mit nur einem. Starke Entries von Yay. Und Android hat natürlich sofort die Katas-Kontrolle. Bombe instant gelegt. Da können die Space Soldiers auch direkt einpacken und die Waffen saven gehen. So, jetzt nicht irgendwie sagen, Complexity ist überkrass, holen ihre Runden wirklich sehr gut. Nichts, also keine Frage, die Runden sind sauber ausgespielt. Sehr gute Midround-Calls. Vom Aufbau her machen sie eigentlich immer das Gleiche. Alang abzielen, Katas abzielen, Mitte-Kontrolle ein bisschen anspielen, Kurzkontrolle nehmen und so weiter. Die Klassiker auf das 2. Durch und durch klassisch. Die Sache ist, wie sie die Midrounds ausspielen, sind sehr sauber, sehr darauf bedacht, dass die Granaten richtig fliegen, dass jeder seinen Winkel hat, dass die Laufwege passen und so. Und da macht man es auch einem Team wie den Space Soldiers nicht einfach, da dagegen zu halten. Aber CT-Seite auf das 2 ist ein Kunststück. Du stehst häufig alleine gegen mehrere Gegner. Die Rotationen laufen meistens gegen dich als für dich. Ist nicht einfach und da kann es halt auch mal ein bisschen dauern, bis man ins Spiel reinkommt. Ist der das 2B-Retake einer der schwersten? Nicht unbedingt. Es gab früher einige Setups, aber das Problem sind eben die sehr engen Eingänge. Ähnlich wie zum Beispiel auf Cache der B-Spot, wo man auch über mit vielen Smokes arbeiten, was heißt viel, mit bestimmten Smokes arbeiten muss, so muss man das auf das 2 auch. Das Ding ist, du kommst die Eingänge rein und du musst eigentlich unterm Loch checken, wo du links und rechts hast und da drumherum noch in so einem Halbkreis. Hinter der Doppelbox kann jemand stehen, auf dem Plateau, hinter der Xbox, hinten am Auto, hinter der Kiste am Auto. Es gibt so viele Ecken und die kannst du nicht alle mit Granaten abklären. Und es gibt eine Kleinigkeit, die sich zur alten das 2 geändert hat, dass du ohne auf einen Stein oder so hüpfen zu müssen, hinten das Plateau abzielen kannst. Ich denke, das ist so ein Punkt, den sie reingemacht haben, um den Retake etwas zu erleichtern, um keinen Molotow mehr für das Plateau zu nutzen, sondern vielleicht einfach für hinter Xbox oder eben für die Ecke hinten. Das müsste man eigentlich mal machen, einen Fixpunkt für die Ecke auf dem B-Spot finden. Major hier. Ah, die Doppel-AWP läuft noch nicht so ganz, vor allem weil beide AWP-Spieler noch nicht so drin sind in ihrem Spiel. Ich kann halt so viel über grundsätzliche Dinge reden, weil bis zu 40 Sekunden in der Partie einfach nichts passiert. Also das gibt's doch gar nicht. Pass hier, der richtig Damage durch den Molotow bekommt. Xantaris ist hier oben nicht gecheckt worden. Dann aber der Doppelkill von Kellyx. Die Bombe down und Yay hat Low HP. Also Kellyx kann da sogar einen dritten machen. Sehr schön den Winkel nochmal verändert. Boah, und das Brett von Pass gegen Shazam hat gesessen. Also die Space Soldiers erarbeiten sich nochmal eine Runde. Richtig bitter für Complexity, dass sie sich da so aufgereiht haben und Kellyx den perfekten Winkel hatte, um Doppelkill mit der UMP zu machen. Hier nochmal. Ja, also holen sie ihn da, ist es tatsächlich die Runde für Complexity, weil sie in der Mitte schon geblockt wurden. Und Kellyx immer wieder in der unangenehmen Situation gesandwiched zu werden. Und das ist halt das Ding. Der B-Split kommt auf dich zu als B-Spieler auf der CT-Seite. Du musst auf einer Seite dann ausschließen. Entweder Katas reingehen oder gegen die Mitte arbeiten. Und manchmal ist tatsächlich Katas die bessere Wahl. So, Mitte Flash, der Pass gehört. Konnte sein Schuss-Timing da schon mal vorher anzählen. Xantaris zieht nach der Flash rum und macht den Frag gegen Shazam. Auch das eine sehr gute Koordination. Flash hinterher, boah, und Pass. Jetzt im Spiel. Die Flicks immer besser. Der No-Scope eben schon gepasst. Engine so oder so schon gut dabei. Ja, und Xantaris hat auch seine ein, zwei Runden. Jetzt aber die Bombe auf den A-Spot gekommen. Stanislaw ist immer in so einer Lurker-Position. Den könnte man als den amerikanischen Happy bezeichnen. Bombe für Kurz gelegt, aber in die Sternstufe reingeschaut. Und keine Ahnung, von wo er die Hits gerade herbekommen hat. Ich denke, von der Schräge unten Richtung City Base. Das ist sogar die fünfte Runde. Und wir gucken aufs Geld der
Complexity-Spieler, die können eigentlich direkt wieder eine Eco einlegen. Und da können wir schon von einer soliden CT-Hälfte von den Space Soldiers sprechen. Puh, boah, Leute. Die Müdigkeit trifft mich gerade hart. Wir haben übrigens auch das Map-Veto jetzt drin. Complexity hat Cash rausgehauen. Ihr seht hier Deagle P250 Eco. Space Soldiers wollten kein Nuke spielen. Kein Train von Complexity. Ja, Engine und Xantaris räumen das da auf. Inferno ging an, wollten die Space Soldiers dann nicht. Complexity kein Overpass. Und dann hatten die Space Soldiers die Wahl zwischen Mirage oder das 2 und haben dann eher gesagt, hey, Complexity, noch nie das 2 gespielt, eventuell sind die nicht drauf trainiert oder noch nicht so drauf eingestimmt. Dementsprechend spielen wir lieber das 2. Passt natürlich auch zum Map-Pool, den die Space Soldiers sich da gerade mit der neuen Map erarbeiten. Man braucht als CT eine Mitte-Smog, sonst haben die einfach zu viel Infos. Ja, ich weiß, was du meinst, aber du kannst nicht die ganze Zeit die Mitte absmoken. Und die Anfangssmoke in der Mitte liegt so früh, dass die Complexity eigentlich keine Infos verwehrt, die nicht eh irrelevant wären. Weil ein Spieler, der bei einer Minute 30 nochmal links Richtung City Base crossed, ist natürlich auch eine Info, wo ein Gegner steht, aber der kann genauso gut 5 Sekunden später wieder rüberspringen. Das ist halt nichts hundertprozentiges. Hier aber der Refrag gegen Pass. Da wollte man gerade ein bisschen schneller die Mitte rausgehen, aber Shazam sieht die Smoke früh genug. Und jetzt müssen die Space Soldiers halt, wenn ihr aufs Radar guckt, seht ihr von den blauen Punkten überall Einzelpositionen. Ein bisschen schade, dass Android hier jetzt alleine vorgeht. Oh, das Timing ist so gut. Gerade die Smoke in der Hand. Und jetzt ist Xantaris hier auch von Android geschnappt worden. Und auch da müssen Engine und Major eigentlich direkt wieder zurückgehen. Ja, und ihr seht Engine legt den Rückwärtsgang ein. Da machst du nichts. Es ist halt, es passiert zu schnell hintereinander. Das Ding mit dem B-Retake, weil es auch im Chat nochmal oder eben halt gefragt wurde. Das Ding mit dem B-Retake ist, dass er häufig der B-Spot verloren wird durch einen B-Split. Und dadurch, dass die ganze Zeit diese City-Base-Smoke vor dir liegt und du nicht mal den Raum vor B ohne weiteres einnehmen kannst, das macht den Retake natürlich nochmal schwieriger. In dem Moment ist es für die Ts nämlich extrem einfach, die Rotationen abzufangen. Aber Jedi AFK, hier Engine. Schnell die Entscheidung getroffen, nicht nochmal ins Duell reinzugehen. Er sollte es geschafft haben, seine Waffe hier zu saven. 6-6. Bis jetzt ein Duell auf Augenhöhe, aber das kommt auch stark darauf an, wie gut Complexity auf der CT-Seite steht. Wieder kein Anschuss. In der Mitte haben wir, glaube ich, gar keinen gesehen, diese Halbzeit. Dieses Game kann es natürlich noch passieren. Kellix. Immer wieder. Der Solo-B-Spieler hat halt echt immer die Arschkarte. Wenn du deine Frags nicht machst, verliert dein Team die Runde viel zu einfach. Wenn du deine Frags gut machst, kommt der Gegner überhaupt nicht mehr. Auch hier wieder ein bisschen aggressiver die Kurzkontrolle, aggressiver als sie es vorher gemacht haben. Sofort ein Major wieder an Kurz, Support dabei vom Auto und auch von Engine hinten aus der Ecke. Aber Xantaris hat gesehen, dass er gerade nochmal Richtung Kurz vorgegangen wird. Major wartet auf die zweite Flash. Die braucht anscheinend noch. Ja, droppt dann doch lieber runter. Also ich dachte jetzt eher zweite Flash hinterher nochmal pieken. Hätte ein gutes, hätte sehr gut für einen zweiten Frag reichen können. Major sieht den Drop. Ja, und kann jetzt natürlich auch hier, anstatt zu reloaden, die Waffe aufheben. Und Major steht da lange im Molotow drin. Will da noch nicht ganz rumziehen. Der Molotow könnte als gecheckt gelten. Eventuell ist ein Fuß von Major gesehen worden. Und da zieht Engine nochmal rum. Shazam da mit 2 Android schnappt sich noch Pass. Irgendwie dreht Complexity das über den Kurzgo. Und Kellix
an der AWP ist im Clutch, aber sagt sich im One-on-Two-Clutch lieber die AK. Sieht noch keinen. Jetzt hinten das Köpfchen gespottet. Der Teammate auf. Schöner Schuss noch gegen Shazam. Bei Android hier mit dem dritten Frag auf sein Konto zur achten Runde für Complexity. Und die Space Soldiers werden sehr, sehr wenig Geld haben für diese letzte Runde. Da haben wir es nochmal. Wow! Shazam ist ein absolutes Biest an der AWP. Sehr, sehr starke Shots von ihm. Und deswegen auch immer hier diese Flickshots durch die Wand. Bisschen schwierig jetzt gerade im Nachziehen zu sehen gewesen, wie viele Leute durchgehen. Sie versuchen es mit dem Contact B-Go. Keine Chance für Kellyx. Entschuldigung, ich hatte mich verzählt, es sind natürlich noch zwei Runden, nicht nur eine zu spielen. So, genau. Tab öffnen geht nicht. Wir nutzen nämlich hier einen vom Veranstalter zur Verfügung gestellten Stream. Ich kann euch aber gerne mal die Stats vorlesen. Die Space Soldiers hier sich nochmal eine AK erarbeitet. Eventuell würde es sich lohnen, die zu saven. Da macht Angel noch den Frag von Akurz. Unangenehme Position für Android und Shazam, weil sie sich nicht gegenseitig supporten können in ihren Duellen. Und Majer hat genau den Moment genutzt, in dem an der Mitte sein Teammate noch gefallen ist, um Richtung Pit zu kommen. Und genau das wissen sie nicht. Ihr seht, wie hier die Positionen noch angezielt werden. Das für uns der Moment, um über die Statistiken zu reden. Also Engine, aktuell Top-Fragger zusammen mit Kellyx bei den Space Soldiers, beide mit 10 Frags. Xantaris mit 9, Major mit 8 und Paz mit 7. Also ist jetzt nicht so, dass wir einen Totalausfall bei den Space Soldiers haben. ADR-technisch ist Xantaris da am weitesten vorne mit 80,4. Bei Complexity sieht es natürlich ein bisschen besser aus. 16 Frags bereits für Shazam, so viel ist noch gar nicht gespielt. Android mit 13, 7 für Stanislaw, Dev mit 5 und 4 für Yay. 100,9 ADR bei Shazam ist aktuell wirklich on point. Also läuft bei ihm und hier die Gegenflash ist richtig gut, aber der Gegenfrag von Yay noch ein Stückchen besser. Und da wirft Engine erstmal eine Smoke, die ihm Zeit und Raum verschaffen soll. Hier vom Auto wegzukommen. Und seht euch das an, er hat nicht mal ein bisschen Damage durch die Smoke kassiert. Und so kann Pass jetzt den Winkel halten, während das für Engine eine schwierige Aufgabe wird, kurz richtig zu spotten, weil er nicht den besten Winkel hat. Oh, und da, Shazam. Bisschen was gesehen. Sehr spitzer Winkel von Pass. Boah, wie er sich da wegduckt. Was ein AWP-Duell gerade. Beide mit der Awareness, dass sie sich auf dem Schirm haben. Nächster Frag kommt für die Space Soldiers. Pass hier mit dem Frag gegen Yay, aber da vorne kommt noch Android, auch den kann Pass dann holen. Starke Aktion und Engine mit dem Smoke-Push holt am Ende nochmal eine siebte Runde für die Space Soldiers. Sehr, sehr starke CT-Hälfte vom türkischen Team. Und Complexity muss sich aber nicht verstecken. Ausführungen, Ansätze, Mid-Round-Calls, für mich hat alles gepasst für ein Team, das so frisch zusammen ist. Nicht selbstverständlich, aber jetzt eben die große Frage, die Creme de la Creme der CT-Seiten auf in CSGO ist auf das 2 zu spielen. Das ist wirklich die wahre Kunst, die wahre Herausforderung und mit 7 CT-Runden stehen die Space Soldiers eben gut da. Und Complexity, mal schauen, ob sie einen Plan haben. Es gibt verschiedene Ansätze, die CT-Seite auf das 2 zu spielen. Den etwas klassischeren Ansatz hat haben die Space Soldiers verfolgt. Es gibt auch einen recht aggressiven Ansatz, der eher darauf ausgelegt ist, eben ein gutes Gespür für Kurz- und Alarmkontrolle zu haben, eventuell auch mal im richtigen Moment einen Mitte-Push oder einen Mitte-B-Push einzulegen. Natürlich auch überhaupt nicht risikofrei, wenn man sehr aggressiv spielt, aber das passiert. So, eben noch eine Frage im Chat von jemandem, der nicht so häufig CS schaut, auf was es in CS am meisten ankommt. Und ich denke, das Decision-Making, das Entscheidungen-Treffen ist das A und O. Aiming lernt man über Zeit, das richtige Verhalten in einzelnen Situationen auch, aber wann ich welche oder wann ich wie schieße, das oder mich wie bewege, das ist das Decision-Making und ja, jede Entscheidung kann eben auch eine Fehlentscheidung sein. Dementsprechend ist es sehr krass, wie häufig sich die Spieler richtig entscheiden. Hier hat der Valeritz gut den kassiert. Da steht noch einer hinten an der 4. Das könnte also immer noch kippen. Aber der nächste Hit geht da gegen Shazam rein. Stanislaw hat sich da auch verraten. Keine Treffer von ihm. Shazam nur auf einem HP.
Major in der Mitte direkt den ersten Verschieber abgefangen. Fängt sich da auch noch ein Brett von Major ein. Jay kommt jetzt hier durch. Die Bombe allerdings für kurz gelegt. Und Jay geht auch noch down. Also flawless Pistol Round für die T-Seite mal wieder. Und damit steht es 1:1 nach Pistols. Auch interessant, dass beide flawless ausgegangen sind. So, und Complexity. Wir gucken da aufs Geld und sehen, dass sie nicht komplett runtergekauft haben. Ihr seht das fehlende Kevlar-Symbol. Xantaris zielt Alang an. Er weiß auch, dass keiner durch ist. Hat er den Topspawn ausgenutzt. Aber hier wartet extrem viel um die Ecke. Und da hat er schon was gesehen. Den Spieler hinten geholt. Da wird sich Death bedanken. Aber die Flash kommt richtig gut. Die Bombe sollte eigentlich dann außer Alang zurück. Schönes Spray-Control hier von Pass. Holt da tatsächlich beide Spieler. Und Android zielt da nochmal rein. Natürlich lassen sie Pass in der Ecke da jetzt allein. Aber 5 HP, was soll er machen? Er smoked sich da nochmal den Weg Richtung Häuschen und kommt tatsächlich noch raus. Aber sie haben gesehen, dass Kellix da auf den Spot gelaufen ist. Und Android jetzt bekannt. Das heißt, die Bombe sollte einfach Richtung B gehen. Alang kann man hinten aufhalten. Kellix auf dem Spot. Sollte eigentlich versuchen, dann den B-Spot zu unterstützen. Also Android hat hier noch eine Gelegenheit. Aber guck mal, wie sie ihn festhalten. Wie sie jetzt sogar von hinten kommen. Und das ist gut zusammen gespielt. Im Fight kommuniziert. Auch nicht einfach. Läuft hier bei den Space Soldiers anscheinend ohne Probleme. So. Und die nächste Eco sollte sich jetzt leichter anfühlen. Tatsächlich haben wir hier viele Deagles und CZs dabei, weil eben kein Force-Buy gespielt wurde. Und Kellix geht dann auch noch gegen Android down. Also wenn das hier zwei USPs gewesen, wäre Kellix wahrscheinlich einfach ja, durchmarschiert. Space Soldiers gerade gegen die Ecos kompakt spielen, gut traden. Aufpassen, weil jetzt Stanislaw irgendwie noch einen Headshot mit dem letzten Schuss verteilt. Ja, Alang wird's durchgepusht, aber so langsam kommt die Entscheidung der Space Soldiers, dass es wohl Richtung B gehen soll. Die Frage ist nur, über welchen Weg und wo geht die Bombe lang? Anscheinend mit allen Mann über die Mitte, aber da wartet Android. Zweiter Headshot von ihm. Auch hier an der Smoke-Kante gespielt. Er sieht, dass sie da nicht kommen und hört eventuell die Steps Richtung Kurz. Und da muss jetzt der Alang-Spieler natürlich zurückschieben, aber mit einer P250 kann er nichts machen. Das ist so mit eine der ungünstigsten Situationen für Complexity, mit den schlechteren Waffen den Retake auf A zu starten. Vor allem, weil sie nur eine Flash bei Shazam haben. Aber der kommt jetzt über Kurz und eventuell hat er ein gutes Timing gegen Xantaris mit seinen 3 HP. Jetzt weiß Shazam auch, dass er erwartet wird. Flasht sich da selbst durch, die kommt ein bisschen zu kurz, aber Android noch mit dem Frag. Und am Ende ist es ein 2 gegen 1 und Android am Ende mit 4 Deagle-Headshots. Und die Eco geht an Complexity 9:9. Wirklich ein Duell auf Augenhöhe. Und Shazam, ja, sieht so ein bisschen aus wie der Indian Böb. Für alle, die Böb noch kennen. Ja, hier auch nochmal. Boah. Ja, auch hier, wie lange er mit dem zweiten Schuss wartet. Nicht irgendwie geprefired, sondern aimt noch hin. Und dadurch war die Accuracy auch wieder komplett resettet, ohne dass er einen Waffenswitch gemacht hat. So, tut mir leid, wenn ihr das mit dem Gehen irgendwie mitbekommen solltet. Aber ich bin müde. Okay. Space Soldiers nehmen nochmal ein Timeout. Das hätte jetzt nicht unbedingt passieren dürfen, dass sie die Runde gerade verlieren. Reserve ist vorhanden, aber nur eine Galil für Engine. Und Shazam auch direkt mit dem Mitte-Peak. Oh, aber steht zu weit vorne. Dachte, er wäre weiter hinten, bleibt da hängen. Und jetzt muss Android hier die Kohlen aus dem Feuer holen. War aber auch frech und schnell aus der Mitte gespielt. Ein One-for-One. Großes Problem für die CT-Seite.
verlieren dann noch einen Spieler in der Mitte. Die Banks hier richtig gut gegen Android. 7 HP noch. Und zielt da immer weiter rein. Und Xantaris wird dem wahrscheinlich jetzt einfach richtig eins mitgeben. Aber Android gewinnt das Duell. Und Yay kommt vor. Engine schaut genau in dem Moment zurück. Wir haben eine Überzahlsituation für Complexity. Die Bombe geht auch nochmal die Mitte raus. Obwohl sie wissen, dass hier eine AWP wartet, schleichen sie da um die Ecke. Und smoken dann CD ab. Das heißt, ein Spieler bekannt, beide Spieler jetzt bekannt. Sie wissen, dass Android hier hochgeschoben ist. Da war, meine ich, sogar ein Hit dabei. Aber Android hat sich hier geschickt aus der Affäre gezogen. Und der Molly fliegt aber an die Kante hinten. Prallt also nochmal so ab, dass der Bombenplanter nicht geholt wird. Aber warten muss, bis der Molly weg ist, um rauszukommen. Und wahrscheinlich wird Majer das jetzt einfach aus der Position von hier unten ausspielen. Schade, der Molly war wirklich gut gedacht. Der Zoom von Android jetzt wahrscheinlich auch von Pass angesagt. Immer noch ein Mann Überzahl für Complexity. Majer gleicht das jetzt erstmal aus. Da hat Pass sich auch gezeigt. Schön auf den Schuss gewartet, bevor er hinterherzieht. Und jetzt das 1 gegen 1 an der Kante hier vorne. Und da ist ein Pass, der die Oberhand behält. 10. Runde für die Space Soldiers. Und der Money Reset für das nordamerikanische Team von Complexity. Oh, das ist jetzt hart. Das sollte jetzt eigentlich sogar die Doppel-Eco bedeuten. Also, wir spielen den Force bei. Ja, der sehr potent mit AWP und M4 sowie Scout. Aber Major nutzt lieber sein Timing anerlangen. So, Teammate mit dabei, ist auch rausgegangen. Sehr schöner Tower. Der alte Kurztower. Ich glaube, das erste Mal, dass ich ihn jetzt in CSGO sehe. Oder mit der neuen Dust, mit auf der neuen Dust 2 sehe. Da war aber der Kopf von Shazam zu sehen. Also 4 gegen 4. Und die Flash gegen Engine, die passt perfekt. Oder für Engine, die passt perfekt. Super Schüsse da auch noch gegen Dev. Auf dem Spot sitzt auch noch jemand. Da hat Engine kurz gepennt. Und dadurch macht jeder 3 Kills. Was war das bitte von Engine gerade? Killix in der Mitte. Einen hat er schon gemacht. Gegen 2 muss er spielen. Die Smoke hier unten eigentlich die richtige Richtung. Nur ein bisschen zu hoch gebankt. Und dann kassiert er von Android da noch mit der Deagle. Also Android sollte nur noch Deagle spielen. Wirklich ganz, ganz stark damit. Dabei zeigt auch, was er an der AK kann. Hier nochmal von Yay. Der Triple Kill. Erster Spieler hinten. Da hat es, ja, Engine eigentlich komplett verkackt. Das war richtig übel. Ich meine, sogar Pass wäre es gewesen, der es noch hätte retten können. Aber so eine Einzelaktion darfst du dem Gegner einfach nicht geben. So, ja, 10 Stunden haben wir noch nicht, aber 8 Stunden 46, Nachtschicht lässt grüßen, ja. So. Ja, ich meine, ich mache das jetzt 2 Jahre ungefähr mit dem Carsten, irgendwann ist das, da redet man auch beim Mittagessen vor sich hin, wenn keiner zuhört. Nein, Spaß. Danke für das Lob im Chat. Aber ich hatte heute auch ein bisschen Unterstützung durch Xcuser, gerade über die lange Pause. Die technische Pause ist das eine schöne Sache. Boah, die Xbox smockt halt immer fies für die CTs. Wie schnell rotiert man Richtung Kurz? Wird sie wirklich von den Ts ausgenutzt? Schon hart. Ja, und hart sind auch die Schüsse, die Dev hier raushauen will mit der Scout. Boah, das wird jetzt so eine richtig schöne Mitte-Explosion. Schöner Schuss hier durch die Wand. Und der zweite auch noch. Aber da geht's da alles Leute. Oh, da macht er noch einen dritten. Noch einen Anschuss. Der ist richtig hungrig. Da dann vielleicht ein bisschen zu viel gewollt. Und guck mal, da lässt er sogar den Spieler oben alleine. Android auch noch ein paar Hits kassiert. 22 HP. Den langen Spieler abgefangen. Jeder null Fokus gehabt, dass da jemand sein könnte. Und irgendwie holen die Space Soldiers nach diesem Scout-Debakel in der Mitte nochmal ein 2-on-2, tatsächlich mit einem HP-Vorteil, weil Android da nur noch 22 hat. Und da nutzen sie das jetzt auch aus. Da sagt man, Jay, ich habe dem Spieler am Loch Hits gegeben. Mit dem Frag gegen Alang weiß Complexity nicht, in welche Richtung die Space Soldiers jetzt tatsächlich gehen. Akurz ist auch eine sehr legitime Lösung. Und es wird jetzt einfach der B-Contact go. Und das ist die richtige Entscheidung. Gegen den Low-HP-Spieler gehen. So, linke Ecke gecheckt. Da wird er gesehen, an sich ein schöner Winkel.
den sich Android da gesucht hat. Aber das kann er nicht lange überleben. Super Flash, selbst supported, muss dann irgendwann raus, weil der Molotov da noch mit dabei ist. So, jetzt hier die Smoke. Shazam, ganz knapp sein Timing verpasst. Die Bombe am Standardplant. 7 Sekunden waren es noch auf der Uhr. Also allerhöchste Eisenbahn, dass da gelegt wird. Und Majay jetzt halt gegen die Ave. Bleibt vorne an der Tür. Nochmal ein kleines Echolot durch die Schüsse. Weiß genau, wo Shazam steht. Ja, und am Ende ist es Majay, der die Runde holt. Also sehr, sehr hart umkämpfte zweite Halbzeit. Hin und her geht es, nachdem die Space Soldiers die ersten beiden Runden in Folge holen konnten. Ja, und dieses Hin und Her ist halt immer ein Nachteil für die CT-Seite. Das kostet so viel Geld. Da nochmal die Aktion und die Entscheidungen, die hier eben getroffen wurden, die dazu geführt haben, dass die Runde an die Space Soldiers ging. First Break in der Mitte. Eine Flash Richtung B und da ist schon einer am Auto durch. Aber Android, ey, er verschießt nicht mit der Deagle. Es fehlt vielleicht ab und an mal der Headshot, aber auch das waren 2 Schüsse, 2 Treffer. Da ist zu viel von Engine gewollt und kann ich verstehen, dass Stanislaw da direkt rein möchte. Shazam, ah, ja, gutes Timing da, aber da kann Shazam auch nichts mehr machen. 12 zu 10, ein Spieler verloren, das ist für Engine wahrscheinlich in Ordnung. Und die Space Soldiers, die Anti-Eco diesmal überstanden. Aber es folgt noch eine Eco, also Complexity hatte das sogar geforst, wenn ich das jetzt richtig sehe. Zumindest teilweise. Shazam spart natürlich auf die AWE. Ich bin gespannt, wie sie die AWP dann jetzt gleich einsetzen werden auf der CT-Seite, wenn es mal ein bisschen geregelter zur Sache geht. Hier erstmal ein 5-Mann-Mitte-Stack. Ja, fahren da irgendwann rein. Ja, einfach abhauen, Major. Ja, ich will sie halt echt kommen lassen. Er hätte einfach nach dem ersten schon die Treppe hochgehen können. Seine Teammates sagen, dass die alle reinlaufen. Wäre voll okay gewesen. Und so verliert er halt nochmal die Waffe. Und da geht noch eine zweite down. Teuer, teuer. Für die Türken. Aber da müssen sie jetzt mit leben. Gewinnen werden sie die Runde sehr wahrscheinlich. So, und Kellig sagt sich, scheiß drauf. Ja, geht da jetzt irgendwie so ein Glock-Duell ein. Er hat da nichts zu gewinnen. Außer, nichts. Er hat nichts zu gewinnen. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass er seine Waffe verliert, was schlecht fürs Team ist. Ja, gesaved wird über lang und kurz. Also der Winkel von Dev passt da nicht. Das ist dann die 13. Runde für die Space Soldiers. Und wer hier gewinnt, der ist ja gleich im nächsten Spiel dann nochmal dran. Und zwar gegen Rogue, die ja 16-13 gegen Optic Gaming gewonnen haben. So, und da sehen wir auch viele Zuschauer vor Ort. Sehr schön, wie voll die Halle ist. Dreamhack-Events immer gern besucht, gern gesehen. Genauso wie hier immer noch über 300 Leute um 4 Uhr morgens zuschauen. Danke, dass ihr uns so unterstützt und ihr bei uns dabei seid. So, Engine. Ja, Doppel-Entry Richtung Alang. Jetzt sehen sie noch die AWP hinten am Auto. Da hätte Shazam versuchen müssen, mit der Flash rauszugehen. Kriegt jetzt noch ein Doppel-Molly ab. Auf Wiedersehen, Shazam. Der war auch noch gestackt. Ja, 4 gegen 2. Und die Space Soldiers sollten meiner Meinung nach aus Alang zurückgehen. Oder eben ein bisschen warten, ob ein Spieler dort Infos sammelt. Weil wir haben nur noch 1 Minute 20. Sehr viel Zeit. So, ich denke, dass sie wahrscheinlich so eine halbe Stunde Pause dazwischen machen werden. Genauso wie beim Heroic-Spiel. Damit man den Space Soldiers auch ein bisschen Raum zur Erholung geben kann. Vor dem Winner Bracket-Finale. Vielleicht durch die technische Pause auch ein bisschen schneller. So, Android kann nochmal zur AK upgraden. Aber jetzt am Ende doch die Entscheidung. Die Smokes Richtung City Base. Spot mal kurz Molly. Kurz Smoke. Und da kommt ein Turm. Der ist eventuell gesehen worden. Molotov in die Richtung. Der kommt an. Engine kurz angefackelt. Aber nochmal nachgesmoked. Schöner Schuss von Dev. Und ich denke, mit dem Hit kann man dann auch durch die Smoke durchgehen.
Die Bombe ist für Alan gelegt, das heißt, wenn der Spieler an der Headshot-Schräge sterben sollte, das kann aber eigentlich auch schlau moven, könnte er versuchen, mit der City-Base auszuspielen. Aber da kommt Android unten hoch, Android geht down. Jetzt hat Dev sich hier verraten, er weiß, dass da einer unten im Pit sitzt. Kennix die Position nochmal so gewechselt, dass Pass da besser reinzielen kann und er nicht sterbt, nicht sterben wird. Runde Nummer 14. Ja, und das Ding ist halt einfach, diese verlorene Alarmkontrolle macht dir das Leben auf der CT-Seite so verdammt schwer. Und Complexity nimmt ihr erstes Timeout. Vielleicht auch das letzte. Ja, Worst Case für CT, Bombe für Lang, ABP im Pit, ja. Das ist halt echt. Außer du hast eine Smoke, dann kannst du es wirklich klatschen, indem du einfach durchziehst. Also wirklich der Smoke Diffuse, der wäre es dann natürlich. Aber da so weit sind wir gar nicht gekommen in der letzten Runde. Na gut. Complexity spart. Das heißt, die 15. Runde für die Space Soldiers könnte eine einfache Runde sein, aber die Ekos von Complexity waren bis hierhin eigentlich ziemlich gefährlich. Xantaris, Fuß gesehen. Flash raus, oh, zwei Leute direkt gespottet. Ihr seht, wie schnell der hin und her zuckt auf die Ziele. Wie eine Maschine. Und gegen Android und die Deagle würde ich immer aufpassen. Überzahlsituationen. Ja, heißt jetzt eigentlich gemeinsam vorgehen und sie laufen nochmal Richtung A lang zurück. Das ist von Complexity gesehen worden. Das heißt jetzt einer am besten kurz, aber da ist Engine schon durch. Und der andere City Base. Yay versucht es jetzt mit dem Move in den Rücken. Will jetzt A lang einnehmen. Auch hier hätte man sagen können, Pass mit der ABP bleibt direkt an der Kante stehen. Man hat den Support auf dem Spot direkt. Und Pass einfach blind mal abgedrückt. 15. Runde für die Space Soldiers. Eine fehlt also noch, um ins Winner-Bracket-Finale einzuziehen. Und dieser echt holprige Start der Space Soldiers relativiert sich jetzt eben durch eine sehr solide und starke T-Hälfte. Ja, typisch das 2. Die T-Seite dominiert das Spiel, hat deutlich mehr Anteile. Vor allem, weil auch das wirklich aggressive Pushen auf das 2 sehr, sehr schwer ist. Sehr schöne Flashe gegen den Pfosten, allerdings haben sie das Flash-Timing ein bisschen abgepasst. Eben was Engine mit dem Doppelkill, jetzt ist es Kellix analang. Ja, 4 Leute, die da einfach durchfahren. Ich denke, jetzt sagen sie, komm, Abfahrt, Major in der Mitte. Leider sehr überhastet rausgelaufen. Hat mir echt nicht gefallen. Vielleicht ein bisschen das Momentum falsch eingeschätzt seiner Teammates. Guter Schuss von Dev, aber die CD-Base-Smoke liegt. Flash geht raus, guter Winkel von Stanislav, auch das wird nochmal getradet. Die Bombe ist jetzt auf dem Spot und Xantaris geht schon mal Richtung Alang zurück. Der Plant erfolgt jetzt und da versucht Dev den No-Scope, aber der geht vorbei. Selbst noch ein Hit kassiert und jetzt ist alleine Engine nach den 16:10. Gewinnen die Space Soldiers also gegen Complexity Gaming, der das 2-Pick hat sich hier definitiv bezahlt gemacht. Es war das erste Match von Complexity auf das 2, zumindest das erste Official in den letzten 3 Monaten. Und ja, ich denke, da hat man auch einige Erfahrungswerte jetzt hier mitnehmen können. Und aus dem Turnier ausgeschieden ist man ja noch nicht. Morgen geht's dann im Lower Bracket, Lower Bracket Finale gegen Optic Gaming ran. Da versucht man sich dann natürlich ins Consolation Final zu spielen. Ja, der obligatorische Handshake gehört natürlich dazu. Fairplay, ganz wichtig, dass auch das gezeigt wird. So, und ihr seht einen müden Shinsky. eine Map haben wir noch, Leute. Ja, also, ich denke mal jetzt so eine halbe Stunde Pause. Ich hoffe, dass ich in der Zeit nicht einschlafe. Ich hoffe, ihr schlaft auch nicht ein oder lasst den Stream zumindest an. Ja, wir geben kurz ab und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann spielt nämlich Rogue gegen, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Rogue gegen die Space Soldiers. Leute, kurzes Päuschen und dann bin ich gleich wieder für euch da.